Videobearbeitung in der DJI Fly App? Wie cool ist das denn? Wie kann ich schnell und einfach ein gutes Video meiner Drohnenaufnahmen erstellen? In der Fly App von DJI ist ein Video Editor integriert. Wo er denn findet und was man damit machen kann, das zeige ich euch jetzt. Also springen wir mal gleich in die DJI Fly App. Am Anfang seid ihr auf der Startseite der App. Unten links ist der Button Album, wo eure ganzen Aufnahmen hinterlegt sind. Da drücken wir mal drauf. Ja, und da seht ihr eure ganzen Aufnahmen aufgelistet nach Datum. Rechts kommt dann der Button Erstellen. Klicken wir drauf und sind wir auf der Vorlagenseite. Da wollen wir jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Da gehen wir jetzt gleich auf die Pro. Und dann kommt ihr auf die Seite, wo ihr eure Aufnahmen auswählen könnt. Ladet die Aufnahmen, die ihr benutzen wollt für das Filmchen, von der Drohne auf euer Smartphone runter. Weil auf der Drohne in der Speicherkarte sind die besseren Aufnahmen, meistens 4K und einfach für einen Videoschnitt besser geeignet. Und dann wählen wir unsere Aufnahmen aus, die wir bearbeiten wollen. Okay. Und gehen wir auf Hinzufügen. Jetzt sind wir schon im Editor drin. Dort sehen wir unsere Timeline. Und unten ist das Hauptmenü. Wir müssen jetzt im Menü bearbeiten. Dann gibt es noch Musik, Filter, Text, Sticker. Also unter Bearbeiten könnt ihr eure Aufnahmen schneiden. Also wir machen den ersten Schnitt. Quasi das, was wir nicht haben wollen von uns, unseren Aufnahmen, das schneiden wir raus. Dann setzen wir hier einen Schnitt mit der Schere. Und noch einen Schnitt. Und das, was wir geschnitten haben, das kommt raus. Hier können wir größer scrollen, die Timeline, zwei Fingern. So, wenn dann die Schnitte erledigt sind, gehen wir ins Menü Musik. Dann wollen wir mal ein bisschen Sound drunter mischen. Hier könnt ihr auswählen. Von DJI hat es da schon eine große Liste an Musik drin. Ich habe auch schon mal eins verwendet von der Liste hier und wollte es dann auf YouTube hochladen und dann gab es Probleme mit Urheberrechten, dann habe ich es wieder runtergelöscht, weil das wollte ich ja auch nicht, dann meine lizenzfreie Musik und meine Soundeffekte habe ich alles von Artlist. Wenn es euch interessiert, schaut rein bei Artlist. Top Seite, Top Musik, Top Soundeffekte. Also ich war begeistert. Ich habe unten den Link in der Beschreibung. Bei einem Abo-Abschluss von Artlist bekommt ihr 2 Monate obendrauf über diesen Link. So, machen wir weiter. Hier Musik hinzufügen. Ich habe da schon einen Song vorbereitet, den habe ich schon importiert. Acceptance und Klick hinzufügen und schon ist er in der Timeline drin. Seht ihr unten die Waveform. Ich gehe jetzt aber gleich mal auf Rhythmus. Auf Rhythmus können wir Punkte setzen, dass wir zur Musik hin, zum Takt der Musik, unsere Schnitte nachher besser setzen können. Dort hat es unten so einen kleinen Button mit so einem Schlagzeug drauf. Also man lässt einen Song abspielen und je nach, immer auf den Takt.
kann man einen Punkt setzen mit dem Schlagzeug. Eine langwierige Geschichte, also einen ganzen Song entlang halt. Ich finde es ganz witzig. Machen wir mal ein bisschen schneller, 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 schneller. So, vorbei. Und jetzt seht ihr in der Timeline unten die Waveform vom Song und die jeweiligen Punkte dazu. Dann könnt ihr mal sehen, ah, okay. Hier setze ich mal einen Schnitt. Auf jeden Fall schneiden wir jetzt hier ein Stück raus. Das war eh nicht ganz so schön, der Schluss von dem Clip. Dann kann man das rausschneiden. Das Stückchen hier. Zack. Ja, und dann sind wir genau auf dem Beat. Und hier in diesem Clip, da mache ich mal eine Geschwindigkeitsveränderung. Mal hier auf Geschwindigkeit. Ein bisschen schneller. Je schneller man den Clip macht, umso kürzer wird er. Gerade andersrum, wenn man langsamer macht den Clip, wird er länger. Muss man ein bisschen rumprobieren, dass es dann genau exakt auf den Punkt kommt. Ja, dann scrollen wir mal das ein bisschen kleiner wieder. Die Timeline ein bisschen kleiner scrollen. So, jetzt kann ich mal den Clip da vorne, den möchte ich jetzt nach da hinten setzen. Wäre echt schnucklig, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ich würde mich echt riesig freuen und würde mir echt weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus schon. Dann zeige ich euch hier mal die ganzen Clipübergänge. Also wenn ein Cut ist, ein Übergang, ein sogenannter Transition. Das ist echt krass für so einen kleinen Editor, dass es so viele Übergänge hat, so viele Animationen, auch Filter nachher zeige ich euch. Wahnsinn. Aber ich rate euch immer so, ja, ich mache jetzt da, ich übertreibe es jetzt hier mal, oh, nehmen wir den. Aber macht nicht zu viel Transitions, nicht zu viel Animationen zwischen den Clips. Bei den Cuts, manchmal ist es besser, einen harten Cut direkt beim Beat zu bringen, anstatt irgendwie nachher eine Herzchenform, wo aufgeht oder irgendwelche anderen Animationen. Die einfachsten Animationen, die soften Übergänge oder einen harten Cut, gar keine Animationen, direkt einen Cut, ist am besten. Okay. Dann nehme ich mal den Clip, den möchte ich jetzt mal umkehren. Moment. Umkehren. Und fertig. Und so spielt er jetzt einfach andersrum ab. So, dann machen wir weiter mit Titeln. Also hier auf Text drücken. Und dann können wir hier oben an der Timeline tippen, wo man einen Titel haben möchte. Ich tippe den mal ein hier. Okay, dann kann man auswählen. Stil, wie es ausschauen soll. Schriftart, eine Schriftart auswählen. Und die Farbe. Und dann noch die Position. Links, rechts, oben, unten, Mitte. Ich glaube auch Mitte. Und dann wäre halt mal schon den Titel drin. Kann man ein bisschen länger ziehen. Wir möchten das über die zwei Clips hier drüber haben. Und dann machen wir anfangs eine Animation. Also eine Intro-Animation für den Titel. Hier gehen wir auf In, wählen wir eine Animation aus. Ja, das ist gut. Und dann gehen wir ans Ende von dem Textclip. Und wählen hier wieder eine Animation aus. Gehen auf Out, das ist outfaded quasi. Wählen wir eine andere aus. Jawohl.
ganz, ganz schön. Okay, das wäre es eigentlich schon mit dem Text. Also ihr könnt auch ans Ende irgendeinen Sticker noch, als noch Sticker, Titel, ja, noch einen Abspann hinzufügen oder so. So, dann gehen wir hier jetzt mal auf Filter. Hier können wir auf Farbe gehen. Dann könnt ihr Sättigung reinbringen, Kontrast, Helligkeit, Temperatur, Schnickschnack. Oder ihr geht auf die Filter, dann hat es schon vorgefertigte Filter. Können wir mal austesten, alle möglichen Filter und Farben. Okay, dann wären wir eigentlich schon fertig mit dem Filmchen. Und wir können jetzt hier auf Fertig gehen. Oben rechts der Button Fertig. Und 1080p. Und es beginnt zu rendern. Wird dann automatisch auf euer Smartphone gespeichert und schon habt ihr das Video. Super cooles Video für Umme, für nix in der DJI Fly App. Okay, mein Fazit ist eine schöne Sache, ist eine einfache Sache, schnell einen Clip zu machen, schnell ein Video zu machen. Man hat viele Möglichkeiten, viele Effekte drin an den Transitions, von den Filtern her. Leider auf dem Smartphone ein Filmchen schneiden ist immer so. Man kriegt es nie genau hin. Man bekommt es einfach nicht genau hin. Du kannst keinen genauen Schnitt setzen. Du kannst die Kolorierung funktioniert so nicht. Geht einfach nicht. Und was mir auch übel aufstößt, ist, dass wir haben 4K-Material, wollen das dann auch in 4K gerendert haben. Wenn ich vorne 4K reinstecke, möchte ich hinten 4K rausbekommen. Und keine 1080p. Gut, HD ist nicht ohne, ist auch gut. 1080p für Instagram, für Facebook. Völlig ausreichend. Nur YouTube fängt es schon an, also 4K ist da schon fast Standard. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Würde mich echt freuen. Und hier ist das Filmchen, das wir gerade geschnitten haben. Breathing.
hoffe, es hat euch gefallen, konnte euch damit irgendwie helfen und würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Auf jeden Fall vielen Dank und bis bald. Bye, bye.